Ja, herzlich willkommen zu Wirtschaft verstehen. Heute sind wir hier mal wieder unterwegs, ne? Nicht bei mir zu Hause und auch nicht auf dem Kongress, sondern hier bei meinem guten Immobilieninvestorenfreund Jürgen Rausch. Hallo, grüß dich. Ja, hallo, hi, servus. Schön, dass du da bist. Ne? Ich habe mal reingelassen. Ne? Und mal gucken, was hier was daraus wird. Ne? Er hat mich sogar reingelassen, das ist schon mal gut. Jo. Ne? Und runter kommen wir immer, heißt der Fliegerspruch, aber naja, genau. Egal, ist etwas anderes. Ja, legen wir los. Du bist ja letzten Endes auch mit Co-Autor hier meines Buches, ne, das Immobilieninvestoren-Netzwerk. Ne? Ja, war nett, dass du mich ins Team genommen hast. Ne? Ja. Weil ich habe halt immer viele Anfragen, die wissen wollen, sag mal, wie hast denn du eigentlich angefangen? Und das haben wir ja hier ins Buch reingeschrieben. Und da wolltest du, glaube ich, heute auch ein bisschen was wissen zu. Ne? Genau, es sind ja verschiedene Storys drin von ganz unterschiedlichen Investoren, 14 an der Zahl. Ne? Und deine Geschichte ist auch sehr inspirierend, weil ja, du machst das nicht erst seit gestern, ne, sondern erzähl doch mal ein bisschen was von dir, von deiner Geschichte. Da können wir, denke ich mal, viel von lernen. Ja, nett, dass du mich das fragst, weil ich habe so viele Leute, die das immer wissen wollen von mir. Ne? Und dann sage ich immer, Kinders, das ist eine relativ lange Geschichte. Ich will sie versuchen, kurz zu machen. Ich bin mit 4,5 im Zeugnis abgegangen vom Gymnasium. Nach der 10. Klasse hatte ich keinen Bock für gar nichts. Habe Elektroinstallateur gelernt im elterlichen Betrieb. Und habe das aufgrund guter Leistungen drei Vierteljahr früher machen können und habe dann praktisch theoretisch mit 2 abgeschlossen, habe dann die mittlere Reife nachgeholt auf der Berufsoberschule Technik, war prima Sache, weil da hast du eben handwerklich dann verbunden und danach war ich im Wirtschaftsgymnasium, habe ich das Kaufmännische dann auch noch gelernt und da habe ich dann mein Abitur mit 1,1 gemacht, bin dann an der Uni Mannheim und habe von 83 bis 88 dort studiert, BWL mit Schwerpunkt Marketing, Personalwesen und Wirtschaftsenglisch. Das ist also mal ganz grob die Sache. Jetzt fragt man sich, was hat der Typ eigentlich jemals richtig gearbeitet? Ne? Das frage ich mich auch manchmal. Also ich habe während meiner Schulzeit schon begonnen mit Privatunterricht, was ich gegeben habe, in Englisch Nachhilfe gegeben, weil ich das aufgrund familiärer Verhältnisse wie meine Muttersprache spreche. Und dann kamen auch welche dazu, die in Mathefragen hatten, in Physik und dergleichen mehr. Und so habe ich das also ausgebaut und habe dann Mitte der 80er begonnen, in Aktien zu investieren. Mhm. Ja, weil das hat mich immer fasziniert, dass man da was kauft und dann eventuell ein bisschen später mit Gewinn verkauft. Habe dann allerdings 87 auch gleich den ersten Crash mitgemacht und habe gemerkt, dass es nicht immer so ist, dass man was kauft und dann wenig später mit Gewinn verkauft, sondern dass man unter Umständen zum Schluss nur noch das halbe Depot hat, ja, wertmäßig. Aber das war eine lehrreiche Erfahrung und ich habe dann das Geld, was ich mir da so nebenbei verdient habe, dann wieder zusätzlich investiert und bin zu niedrigeren Kursen eingestiegen, denn jede Krise, das weißt du ja selbst, Herr Krise, ist ja auch eine Chance. Das heißt also, wenn du dann frisches Geld hast und kannst das wieder rein investieren, musst du nur mutig genug sein, das dann auch umzusetzen. So, dann habe ich das also gemacht und dann hatte ich mit Optionen in Japan viel gemacht und da hieß es damals, als der Nikkei bei 36.000 war, da geht er 40, dann habe ich Optionen gekauft und die waren also komplett versemmelt, ne? Also da habe ich rund 50.000 Mark damals in den Sand gesetzt und dann habe ich gesagt, Junge, da muss was Solideres her. Und so kam ich zu Immobilien. Mhm. Und da habe ich dann 1990 erst dieses Objekt hier komplett umgebaut, neu gebaut. Mhm. Und das hat mir so viel Spaß gemacht. Ich meine, schon während meiner Ausbildung zum Elektroinstallateur war ich ja viel auf Baustellen. Mhm. Und Immobilien haben mich schon immer fasziniert. Und da habe ich gesagt, okay, warum nicht auch mal selbst was aufbauen? Das habe ich hier gemacht. Und dann habe ich auch relativ schnell dann mein erstes Mehrfamilienhaus gekauft. Aus dem Dornröschen Schlaf wach geküsst. Steht dann übrigens auch in diesem Buch drin. Also wer das genauer lesen will, ich mache jetzt nur mal einen Kurzabriss. Ich habe hier, glaube ich, 14, 15 Seiten geschrieben. Mhm. Bin ja nur einer der 14 Co-Autoren. Also die anderen Sachen sind auch sehr spannend, muss ich sagen. Hat mich wirklich auch sehr interessiert, was die so alles getrieben haben in ihrem Leben. Weil ich finde das immer interessant, Menschen kennenzulernen und zu erfahren, was haben sie für eine Ausbildung, wie sind sie zu Immobilien gekommen und wie verdienen sie überhaupt ihr Geld? Ja, ich finde auch ganz schlimm, sage ich auch immer hier auf dem Kanal, seid nicht neidisch, ne? Sondern lasst euch einfach inspirieren von anderen. Ne? Nee, darum geht es gar nicht. Ja. Also es gibt mit Sicherheit Leute, die weitaus mehr Geld mit Immobilien verdient haben und ein viel größeres Portfolio im zweistelligen, dreistelligen Millionenbereich haben. Ne? Und darum geht es ja gar nicht. Es geht ja in erster Linie darum, dass man mit Immobilien versucht eben, mit Mietern auch ein faires Verhältnis zu machen, lege ich auch sehr großen Wert drauf, soll ja eine Win-Win-Situation sein. Also nicht bis den letzten Tropfen da immer den Mieter aussaugen, umgekehrt sich aber auch von den Mietern nicht über den Tisch ziehen lassen. Also es muss eine Sache sein, wo man sich auf Augenhöhe begegnet. Jedenfalls mache ich das seit 30 Jahren in dieser Beziehung absolut erfolgreich. Noch nie Leerstand gehabt, noch nie Ärger gehabt mit Mietern.
Weil wenn irgendwas ist und dann versucht man eben darüber zu reden und versucht es zu regeln, du bist ja genauso bestimmt. Mhm. Ja, ja. Weil wir wollen ja keinen Ärger, sondern man muss auch die Mieterseite verstehen. Ein guter Vermieter kann sich immer auch in den Mieter hineinversetzen und ein guter Mieter auch in den Vermieter. Ne? Also das sollte wirklich ein gegenseitiges Verständnis da sein. Ne? Und nicht immer so die Rendite bis auf die dritte Stelle nach dem Komma ausrechnen und optimieren wollen und noch mehr rausholen. Und was mich im Moment, da sind wir glaube ich auch absolut einer Meinung, ein bisschen stört, ist dieses Konkurrenzdenken. Ah, der hat jetzt 30 Einheiten, ich muss jetzt auch unbedingt noch welche kaufen und damit ich mein Portfolio aufbaue. Und wie viele Einheiten hast du? Ah, du hast 80, du hast 100, du hast 150, 200, 300, 500. Je mehr man investiert in Immobilien, desto größer wird auch das Risiko, weil es kann ja auch mal was verrutschen. Ich finde es toll, wenn jemand in jungen Jahren, so wie der Mike beispielsweise, es schafft, ein Immobilienportfolio mit einer klar umrissenen Strategie, also er macht das ja nicht einfach so kreuz und quer, sondern er hat ja eine genaue Vorstellung, was er macht. Und nach dieser Geschichte fährt er seine Strategie und das macht er wirklich toll. Ist nicht meine Welt, weil mir das zu viel Aufwand wäre, aber Hut ab, wenn jemand sowas umsetzt, absolut in Ordnung. Mein Ding ist mehr Mehrfamilienhäuser, langfristig vermieten, ohne allzu großen Mieterfluktuationen und vor allen Dingen zufriedene Mieter haben, und möglichst wenig von denen zu hören. Ja, das ist so mein Grundkonzept, was meine Investition angeht. Und deswegen habe ich ja in den letzten 3 Jahren auch 6 Häuser gekauft, die ich jetzt auch recht gut vermietet habe. Habe jetzt gerade intern an meinen Sohn eines unserer Wohngeschäftshäuser verkauft, aus steuerrechtlichen Gründen in erster Linie, um Cashflow zu generieren und auch aus erbschaftssteuerrechtlichen Gründen. Weil man muss ja mal gucken, wenn das Immobilienportfolio halt eine gewisse Grenze überschreitet, muss man sich ja halt auch mit beschäftigen und gucken, dass man da auch versucht, im Ablebenfalle dann die Geschichte auch irgendwie halbwegs geregelt zu haben. Ja, ja, also ich sehe es auch so, es ist ja wichtig, das geht ja auch letzten Endes ums eigene Eigentum. Ne? Und wenn man jetzt da immer sich mit den Mietern anlegt und so, dann kann man ja nicht erwarten, dass die dann auch das Eigentum pflegen, ne? Oder damit dann richtig, sorgsam genau umgehen. Und letzten Endes, man selber möchte ja auch nicht dauernd Stress oder irgendwie, ne? Man möchte ja auch möglichst angenehm damit fahren, ne? Sonst kann ich ja auch genauso gut eben irgendwie mit wilden Optionsscheinen irgendwo rumzocken und da letzten Endes meinen Adrenalinkick holen, ne? Oder indem ich mich dauernd mit Leuten streite, braucht man eigentlich nicht. Ne? Überhaupt nicht unser Ding. Ne? Also wir wollen hier ein möglichst friedliches Leben haben, wollen, dass am 1., 2., spätestens am 3. die Miete auf dem Konto ist. Und das ist bei all meinen Mietern der Fall, bei dir glaube ich auch. Ja. Und das ist die Hauptsache. Ne? Und danach sollte man im Grunde genommen auch streben. Ne? Jeder kann ja sein Geschäftsmodell umsetzen, wie er will. Ich meine, wenn jemand die Harakiri-Geschäfte machen will mit Daytrading oder so, warum nicht, wenn es ihm Spaß macht? Wir sprechen ja von uns, genau. Eben, ne? Das muss jeder selber natürlich wissen. Genau. Ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, dass diese langfristig angelegte Sache, dazu gehört auch Geduld, das habe ich schon mehrfach in Videos auch betont, dass man eben geduldig ist und vor allen Dingen als Strong Buy and Holder, wie ich mich immer zu bezeichnen pflege, halt dann sagt, okay, nach 10 Jahren kann ich dann das eine oder andere Objekt auch mal in den Verkauf gehen lassen und kann dann steuerfrei Kasse machen. Das ist eben im Moment noch möglich. Wir wissen nicht, wie lange das noch geht. Das muss man also auch noch fairerweise dazu sagen. Ich gehe davon aus, dass der Bestand nicht gefährdet ist, also dass nicht rückwirkend mal geändert wird, sondern dass man einfach sagt, okay, ab jetzt wird diese 10-jährige Spekulationsfrist vielleicht auch mal abgeschafft. Man weiß es ja nicht. Ja. Wir wissen ja gar nichts. Ne? Ja. Aber was noch interessant wäre jetzt an deinem Werdegang, was sich vielleicht jetzt viele fragen, du hast ja gesagt, okay, du hast da Nachhilfe gegeben, du hast dann angefangen mit Aktien zu spekulieren und dann hast du irgendwann einen Sprung gemacht, hast gesagt, ich habe jetzt dann das Objekt hier gekauft und habe andere Objekte gekauft, dann fragt sich vielleicht der ein oder andere, na, wie funktioniert denn das? Ne? Wie kann ich jetzt das kaufen? Nur vom Nachhilfegeld? Oder? Nee, um Gottes Willen, das ist ja schon lange vorbei. Ne? Das geht ja in erster Linie darum, dass man eben erstmal einen Grundstock geschaffen hat und ich habe dann an der Börse halt auch noch Geld gerettet sozusagen aus meinem Portfolio und habe das dann als Stammkapital genommen. Das waren damals vielleicht 60.000, 70.000 Mark. Ja. Da konnte man damals noch was mit bewegen, vor 25 Jahren. Und habe das dann angefangen, eben in Immobilien zu investieren. Und als ich das dann zum Erfolg geführt habe, habe einen positiven Cashflow generiert und bin dann zur Bank mit dem berühmten Track Record. Man konnte zeigen, hey, das ist gelaufen. Und dann hat die Bank gesagt, okay, das nächste Objekt passt auch. Ne? Und so habe ich es so sukzessive langsam aufgebaut. Aber jetzt nicht, dass ich jetzt damals schon in einem Jahr da 30 Immobilien gekauft habe. Das war damals unmöglich. Da hast du ja, Mensch gemacht. Ja, da hast du also damals auch,
sage ich mal, bestimmt sparsam auch gelebt, ne? Wenn du das, die Ersparnisse hier investiert hast. Und ja, wobei ich sagen muss, ich habe schon immer gut gelebt. Gell? Also ja. Ich habe mein Geld auch immer gut ausgegeben, weil ich sage immer, man weiß ja nicht, wann man den Satz in die Kiste macht. Und alles zu verlagern, ich bin schon dafür, dass man Rücklagen bildet, das ist ganz wichtig, ja? Dass man sparsam lebt, wer das mag. Also, wer mich kennt, weiß, dass ich durchaus auch, ich reise gerne, fahre schöne Autos, habe ich damals in jungen Jahren auch schon gemacht. Ne? Also ich habe immer versucht, auch ordentlich zu leben, allerdings immer angemessen an dem, wie meine Einkommenssituation ist. Das wollte ich sagen, damals war deine Einkommenssituation ja noch nicht so gegeben. Ne? Nicht so, wie es heute ist. Na, mit den Aktien habe ich schon auch, auch gutes Geld verdient damals. Ne? Also das lief dann schon auch ganz gut. Und dann vor allen Dingen habe ich relativ schnell auch Immobilien gehabt, die eben, was heute ja auch angestrebt wird, trotz der damals hohen Zinsen, auch einen positiven Cashflow generiert haben. Weil damals waren die Häuser ja auch viel, viel günstiger. Das muss man ja auch sagen. Ja. Und die Mieten zwar auch niedriger, ne, aber du konntest damals, wenn du jetzt sagen wir mal 4 oder 5% Zinsen war oder 6% und dann hast du auch mit 1% Tilgung gearbeitet, was ja damals auch okay war. Ja, ne, weil wenn du bei 6% 1% Tilgung hast, hast du ja eine wesentlich kürzere Laufzeit, wie wenn du bei 1% 1% Tilgung hast. Was ja die meisten Banken heute ja gar nicht mehr machen. Weil sie, also meine Erfahrung, also wie es bei dir aussieht, mindestens 2%, die meisten 2,5%, am liebsten 3% Tilgung. Und ich finde, das muss ich ehrlich sagen, auch nicht verkehrt. Also da eine 110% Finanzierung zu machen und dann auch noch versuchen, nur 1,5% zu tilgen. Ich persönlich würde da abraten, selbst wenn der Banker da mitmachen würde. Da hat gerade unser Investorenfreund Gerald Hörhahn, der hat auch gerade vor ein paar Tagen ein Video veröffentlicht, wo er das auch gesagt hat. Ruhig mal auch in etwas höhere Tilgung gehen, damit nach 10 Jahren, wenn die Zinsbindung ausläuft, die Restschuld nicht mehr so hoch ist und dann hast du auch nicht das Problem mit der Stressannuität. Ja, gut. Also, ne, du sagst ja mal kurz und knackig die Videos ein bisschen. Versuchen wir. Genau, versuchen wir. Wir werden einfach mal auch hier ein paar Bilder noch zeigen, einen kleinen Rundgang mal machen. Ne? Du hast es ja in deinem Buch auch gezeigt, du hast das Haus ja hier erworben. Das sah jetzt so, wie es hier jetzt aussieht. Wir sitzen hier jetzt im ausgebauten Dachstudio, kann man sagen. Ne? Mal so Netz. Also Maisonette Penthouse. Penthouse-Stil, ja, genau schon. Und das alles dann auch ja, sehr schön ausgebaut und da werden wir uns das mal ein bisschen auch noch angucken. Und wir haben ja in dem Buch 2 Bilder, vorher, nachher, werde ich jetzt auch noch mal einblenden. Und damit wir noch ein paar Bilder haben. Ne, dann das, mal das ist eine heftige Geschichte mit dem Vorher, Nachher, wenn man das sieht. Ja. Auch etwas, wo ich darauf verweisen möchte, Dachgeschosse ausbauen, alles wunderbar. Aber das ist vieles zu beachten und da können wir dann in dem nächsten Video mal kurz drauf eingehen, weil ich habe ja schon etliche Dachgeschosse ausgebaut, aufgestockt, umgebaut. Und ja, können wir gerne so ein paar Insider-Tipps, ja, genau, ja, genau. Worauf man hier achten muss und so, das wäre mal spannend, genau. Ja, ne, dann machen wir das doch so, ne? Machen wir gleich noch ein Video. Dann sehen wir uns im nächsten Video vielleicht wieder, ne? Wäre schön, wenn ihr wieder dabei seid. Ja, und schaut auch mal bei ihm rein, seinen YouTube-Kanal, Investment Angels, ne? Ich werde es hier drunter auch wieder verlinken, auch sehr, sehr schöne Videos, sehr inspirierend, auch toll gefilmt mit Drohnen und allem drum und dran. Ne? Ja, aber ein super Team. Da. Tolles also, Team. Würde uns freuen, wenn er mal vorbeischaut. Genau, ne? Das würden wir uns freuen. Also, vielen Dank, ne? Abonnieren nicht vergessen, liken, teilen und alles, was dazugehört. Genau. Also, okay, bis dann. Gut, bis dann. Danke. Ciao, tschüss.